pro Arbeitsbereich eine Sicherheit. Nochmal. Ich stelle schon mal zwei ein. Und der Sicherheitsdienst kommt in den Eingang. Jetzt pendelt der sozusagen der Sicherheitsdienst pendelt dann jetzt immer zwischen den letzten Gebäuden sozusagen hin und her, ne? Kann man das so verstehen? So. Sieben Verkäufer in den Eingangsbereich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, dann haben wir personell erstmal im oberen Bereich alles abgeschlossen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Was, also die Mitarbeiter, kein erreichbarer Mitarbeiterraum, das müsste sich jetzt so nach und nach erledigen, hoffe ich. Dann haben wir hier zu viel Müll vorhanden, afrikanischer Elefant. Da haben wir uns drum gekümmert. Mülleimer habe ich schon gesetzt. Da muss jetzt natürlich aufgeräumt werden. Die Zoopfleger hatten wir, ne? Ja, zwei Stück, die sich wenigstens um den oberen Bereich kümmern. Und Erdferkel. Tierferkel kämpfen wegen Überbelegung. Um das Gehege haben wir uns noch nicht gekümmert. Hast du Tierärzte? Ja, zwei Stück. Einen zum durch die Gegend laufen. Wo haben wir sie? Einen zum durch die Gegend laufen und einen in der Forschung. Wobei, die würde ich dann ja auch, also entweder auch hier sollte man der auch eine eigene geben. Weil dann müsste ich eventuell, weil hier unten ist das, ne? Sagen, dass wir vielleicht für die forschenden Tierärzte auch einen eigenen Arbeitsbereich machen. Ähnlich wie beim Techniker. Forschungszentrum und Tierarztpraxis. Das wäre dann Forschung Tierarzt. Und dann müssten wir dem Tierarzt mit dem F-Symbol hier, Tuangban, den Tierarztforschungsbereich zuordnen, während der andere Tierarzt sozusagen dann den Tierarzt darstellen würde. Oder muss der auch wieder zugeordnet werden? Erstmal. Sollte also jeder Bereich mindestens einen zugeordneten Tierarzt haben, der nicht in der Forschung ist. Im Zweifel stelle ich dann noch einen ein. Pro Bereich ein Tierarzt macht immer, mache ich immer, aber ob das muss, keine Ahnung. Sollen wir dekadent sein, dann machen wir nämlich in den Eingangsbereich einen Tierarzt und stellen noch zusätzlich einen ein für den anderen Bereich hier unten. Den wir natürlich noch nicht, noch kein Arbeitsgebiet zugesetzt haben. Ne? Das machen wir gleich noch. Denn wir müssen ja diese ganzen Protestler rauskriegen, weil geldlich läuft es ja nicht so gut. Also hier geht es um den afrikanischen Elefanten. Der ist aber gerade weg. Das heißt, die müssten ja eigentlich auch verschwinden. Hier unten, die regen sich auf über die Tüpfelhyäne. Ich nenne die immer Trüffelhyäne.
Was, wo ist die denn überhaupt? Eine Warnung. Ich könnte ja mal die Heatmap wieder ausmachen, dann sieht man vielleicht mehr, ne? Ach, die fühlt sich nicht so richtig wohl. Verstehe ich jetzt nicht. Warte mal, die braucht 1162 Quadratmeter und hat nur 559. Da könnte ich aber ein Problem kriegen. Ich meine, ungeachtet dessen, dass das hier kacke ist, aber hier, die Landfläche ist viel zu klein. Was mache ich denn da? Halte ich für keine schlechte Idee, das Ding zu verkaufen und ein anderes Lebewesen da reinzumachen. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. So, die schwarzen Schweine ziehen um. Die Schildkröten, die müssten aber eigentlich genug Platz haben. Wohlbefinden ist noch nicht so ganz. Das liegt, stabiler Rückzugsort fehlt. Alles klar. Es ist noch nicht so wild, da kümmere ich mich noch drum. Was ist hier mit den Mandrill? Sozialverhalten und Gehege ist nicht so geil. Da kümmern wir uns jetzt gleich noch drum. Erdferkel, ja, den fehlt der stabile Rückzugsort. Da lasse ich mir noch was einfallen. Also, das heißt, die ziehen jetzt um, da wechselt das Gehege, der ist gerade krank, da kann ich mir noch keinen kaufen. Die schicken wir erstmal ins Handelszentrum und verkaufen die dann. Und dann können wir uns jetzt mal darum kümmern, was hier passiert. Und dann müssten die Proteste ja auch langsam aufhören, ne? Wo haben wir denn noch Probleme? Also Müll ist klar. Hier ist noch zerstört. Das kann man nochmal eben ersetzen. Müll, Müll, Müll. Müll müsste sich ja jetzt eigentlich klären, wenn wir die Zoopfleger drin haben. Hier sind noch Protestler. Okay, die verlassen den Zoo. Da haben wir schon mal irgendwas geklärt. Die regen sich auf. Wegen der Zerstörung. Müll. Müll, Müll, alles klar. Hier stört es nicht, das haben sie gut gebaut. Hier ist weiter Müll. Hier sind nur negative Gebäude. Müll, Müll, Müll. Mülleimer habe ich hier schon überall hingestellt. Also das Müllproblem geht weg. Und die beiden Demonstranten, ne? Ja, und hier im Treppenhaus fehlt die Toilette? Toilette? Hier sind auch Protestler drin. Also hier geht es auch nur um Protest und ah, die protestieren hier um das Viech, was wir gerade, die Tüpfelhyäne, die wir verkauft haben. Weiß ich nicht, ob die Erdferkel und Tüpfelhyäne können wir vielleicht tauschen. Das würde ich aber gerne im gleich erst im zweiten Step machen. Denn ich wollte mal eben gucken, ob das neue Gehege im Eingangsbereich, ob das funktioniert, wo wir jetzt die drei verschiedenen Arten reingesetzt haben. Dass wir mal ein ganz kurzes Momentchen weiterspulen lassen und dann mal gucken, wie es weitergeht, weil ich muss das Geld natürlich auch ein bisschen im Auge behalten. Machen wir aber gleich, weil das ist der nächste Gehegekomplex, um den wir uns kümmern. Und wenn die Erdferkel zu viel Platz haben und die anderen zu wenig, ja dann. Alles klar, der Arbeitsbereich muss erweitert werden. Klar, die brauchen ja immer noch ein Gehege. Ja.
Also die Hyänen haben sie abgeholt, macht so den Eindruck, ne? Handelszentrum? Wann werdet ihr abgeholt? Ihr habt doch einen Abholauftrag. Und was regt ihr euch jetzt immer noch auf? Ja, da kümmern wir uns ja drum. Wie, jetzt kommt der Elefant zurück? Ist er denn schon geheilt? Ernährungszustand ist schlecht. Aber die Wasserreinigungsanlage müsste ja so langsam ihren Job auch machen, ne? Und die Nyala ist da noch drin. Ja, die hatte ich eigentlich, hatte ich den Auftrag gegeben, dass die hier runterkommt und die Warzenschweine da hochgehen. Das war der Arbeitsauftrag. Aber irgendwie... Weißt du was? Dann verlegen wir die jetzt einfach mal ins Handelszentrum. Dann tun wir die mal raus. Dann wird sie ja wenigstens nicht älter. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken, warum die drei... verlegen. Da kommt wer angerannt. Ja, scheint zu funktionieren. Wir haben noch nicht genug Personal, aber grundsätzlich scheint das zu funktionieren. Und dann gucken wir uns das gleich mal genauer an, wenn die da oben eingezogen sind. Auch, dass das Gehege sauber ist und so weiter. Dann gucken wir mal die Wasserqualität. Scheint noch in der Umwandlung zu sein. Gewässer wird aufbereitet, ist noch nicht perfekt, aber es wird aufbereitet. Alles klar. So, alle drei werden gerade verfrachtet. Sehr gut. Was haben wir denn noch? Sauberkeit der letzten Flüssigkeit. Ja, gut. Lebensqualität ist nicht so besonders. Aber ich höre nichts mehr. Hört ihr jetzt auf? Nehmt ihr die Schilder runter? Nein. Dann gucken wir doch mal, ob wir dem Elefanten nicht auch nochmal was Gutes können. Also du willst auf jeden Fall mehr Erde und mehr kurzes Gras. Mhm. Fangen wir mit dem Gelände mal an. Kurzes Gras. So, ein bisschen Erde kriegst du noch. Erde. Kommen. Wird grün. Sehr gut. Wir haben zu viel Fels. Wo ist denn hier noch Fels? Siehst du hier gerade Fels? So. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Verfallene, die Pflanzen entferne ich immer grundsätzlich, die nicht passen. 100%, 5% Bepflanzung. Das kriegen wir aber noch hin. Wüste, Graslandschaft, Afrika. Natur. Biome, Wüste, Graslandschaft auf dem Kontinent Afrika. So, was können wir denn... Weil ich finde diese Gehege immer so furchtbar hässlich, ne?